Global? Was? Na, stopp, stopp, was? Hey, du kannst jetzt keinen Ladescreen bringen, vor allem keinen so langer. You lot go on ahead. I'm gonna take him home. Seren, wait. You can't do it on your own. That's suicide. Shut up! I have to do this! Can't you see? There's no point anymore. He's gone and left me here. How can I go on living? This light. Okay. Oh. What's up, chaps? No. Up we go. Lowell? Oh. That really hurts. What? You're alive. Hey, don't cry. I'm sure I felt Declan's presence. Oh, bei sowas bin ich immer zwiegespalten. Aus einer Storyteller-Sicht würde ich gerne... Oder hätte ich es vom Spiel erwartet, dass sie das tatsächlich durchziehen? Trotzdem habe ich gerade Tränen in den Augen vor Erleichterung, dass er doch überlebt hat. Bin ich deswegen herzlos? Was findet ihr da am besten? Lässt ihr als die Charakter am liebsten sterben? Oder? Also rein aus Storyteller-Sicht oder. Oder seid ihr immer froh, wenn sie es dann doch noch überleben? Naja, erstmal bleibt uns nichts anderes übrig, als uns zu freuen, dass Lowell lebt. Also tun wir das auch. Yay! It started to fall apart! Ja. Let's get out of here before it's too late. If we don't hurry, we're finished. Ah, das Spiel ist echt ein wahrhaft gutes Spiel. Also jetzt, wo wir so gut wie am Ende sind, kann man das, glaube ich, ruhig mal aussprechen. Geile Synchro, geile Musik, geile Grafik für Wii-Verhältnisse, auch wenn es manchmal ein bisschen ruckelt, aber das ist okay. Geile Kampfmechanik, geile Story. Ha, das ist schon ein sehr episches Spiel. The exit should be above. Not much further. Keep your guard up. We don't know what surprises await us. Something will try to defend the outsider. I just know it. Ha! Golems! They're hell-bent on destroying us. I'm not about to lose to one of these things. Ja, ich auch nicht. Don't be rash. Try Wir haben nicht aufgelevelt. Aua. Look out for the pillars from above, too. We'll get out of here alive. Ha! Okay, die haben wir. Ich komme hier nicht raus, oder? Nö, ich komme hier nicht raus. Komm mal. Der ist tot, glaube ich. Habe ich Erfahrung für Declan bekommen? Ich glaube nicht. Komm mal. Come on, Siren, jetzt nicht noch sterben. Aua. Ist bitte auch tot sein. Siren ist gleich tot. Hm. Au. Oh, mein Outlook. Ah. Okay, hier fällt echt alles aufeinander, auseinander, wie auch immer. Come on, du bist tot. Du bist tot, du bist sowieso schon tot. Come on, du bist tot. So kann man's. Okay. Everyone's okay? Yes. Yep, alles okay. Let's go. Supi, auf ins Tageslicht. Aber bin ich froh, dass ich den Endkampf jetzt geschafft habe. Ah, noch eine schöne Rendersequenz zum Ende. Doch, also gut, Declan ist trotzdem tot. All over. Aber das Ende ist doch nicht so traurig.
Thanks to the continued efforts of Zael and his friends, a treaty of peace was signed, bringing an end to the war for good. It was decided that Fortress Island should stay joined to the edge of Lazulis Island, so Zael moved them to a new position, in between the Empire and the Gurak continent. Oh, okay. The war that had plagued both nations was over, and the land's energy was no longer being drained away. With each day that went by, the comforting warmth of peace spread softly across the land. Soon enough, the time came to return the Outsider to the sky. Yeah! Oh, Kapitel 41, Sternturm, Tag. Schöne, bisschen pixelige Render-Sequenz. Nee, nicht Render-Sequenz, halt, Spielsequenz. Shall we return the Outsider to the sky from whence it came? Yep. Das dürfte dann wohl das Ende bereiten. Ich glaube, da kommen doch nicht mehr so viele Kapitel. Ich glaube nur noch eins. Ein Bonuskapitel, was man aber nicht einfach so freischalten kann. It's time for us to grant the Outsider's wish. My family's right can finally be fulfilled. Let's send the Outsider home. Yes. Und der Grund für alle Kriege. Wird hier wieder nach oben gesendet in den Himmel. Ui, das Ding ist stark. Ah, der Garden, der Wächtergeist. Yin und Yang. Thank you all. You have granted us the freedom you so desired. Now we can once more gather the energy that fills the far reaches of the cosmos. And use it to create new worlds. Thank you. Deswegen hat man bisher noch kein intelligentes Wesen auf der Erde gefunden. Jetzt wird mir alles klar. Was? Auf der Erde? Ja, okay, intelligentes Wesen auf der Erde zu finden ist auch schwer, aber ich meine da eher im Weltall. Außer der Erde. Tschüss, Outsider. Besuch uns mal wieder. So in ein paar Jahrmillionen. New worlds. The Outsider is a world seed. A being that drifts through the darkness, absorbing the surrounding energy. It only brought destruction because it was summoned down here, to a place where it should never have been. The Outsider belongs in the skies, a seed of new life. So the Outsider creates new life? Yes, I believe that it will now. That mark is a gift that the Outsider granted to you. That bond will not disappear. Ist doch auch ganz gut so. Es hat im Prinzip dieselbe Story wie Unlimited Crews, nur ein bisschen... Naja, der World Seed ist hier ein bisschen größer. And strife was finally brought to an end. The draining of the land was halted. And as for the heroes, Zael and Lady Callista,
The tale of how they and their companions brought peace to the land would be passed down for many generations to come. A few days after the Outsiders' departure, humans and Garak alike had chosen to work together, sharing their technologies with one another. And their combined efforts had begun to clear away the scars of destruction that tainted their homes. Super! Woohoo! Friede, Freude, Eierkuchen. So sollte ein Spiel enden. Oh, wir sind wieder im Castle. Ui. Alles im Neuaufbau. Ah, Epilog, The Last Story. Yes, die letzte Geschichte von The Last Story. The Last Last Story. Okay, oh, sorry. Ah, dann können wir uns wohl noch ein bisschen im Schloss umsehen. Ich frage mich, was es jetzt noch zu tun gibt. Weiß auch nicht. Ein weiterer antiker Schrift wurde entziffert. Entzifferte Schriften werden im Globus. Okay, cool. Gibt noch ein bisschen Hintergrundinfo. Und bam. Ha. Ich werde mal, schätze ich mal, kurz speichern. Bin mir nicht ganz sicher, ob das Spiel jetzt ganz vorbei ist. Ob der Epilog noch Altklang geht. Ob ich noch irgendwas tun kann. Ich schau mal noch. Begleitet mich noch auf dieser Reise. Auf dieser letzten Story. In diesem letzten Kapitel der letzten Story und so. Bäh. So viele letzte. Huch. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht rein. Sorry, Callista. Militärflügel. Okay. Dip, dip, dip. Ich schaue mich einfach nochmal im Schloss um. I had to close my business as soon as the war ended. Look at they careful. I'm Ronan of Fi- I'm Ronan of. Da kommen wir rüber. Ah, okay. Super. Oh Gott, da muss ein bisschen schwer lupfen. Na gut. Badam. Aber ich schätze mal, wo die Story dann letztendlich beendet wird, ist wohl klar. Ich gehe erstmal in die Aussichtsplattform. Sollte auch noch ein bisschen was sein. Vielleicht noch eine kleine Sequenz oder sowas. Eventuell. Ich weiß es ja nicht. Wenn nicht, können wir jederzeit über die Karte schnell reißen, also so ist es ja nicht. Huch. A little while ago, I never would have believed that Garak could live in the city. I think the future's gone. Ja, ich denke auch. Ha, sehr schön. Garak and humans living together. It'll take time, but we all have to pull together to make this work. Oh ja, besonders ihr und eure komischen Gedanken, was ihr da gehabt habt. Militärflügel, Schlosshof, große Halle, Kampfgebiet. Nein, dahin. Gehen wir erstmal hier raus in die Stadt. Bisschen akklimatisch für das Ende eines Let's Plays. Nee, Quatsch, ich schau mich nicht. So. Ja, please. Auf in die Stadt. Rein theoretisch. Na, ich weiß nicht. Ob wir noch ein Söldner-Ding machen sollen? Erstmal schauen, was es genug gibt. Ah, eine Sequenz. Super. Scheint tatsächlich zu funktionieren. Oh, wenn das nur in echt so einfach wäre, einfach mal den Hass zwischen Nationen auszulöschen. Das wäre ja mal was. Oh. Aber bei Kindern geht das tatsächlich noch. Kinder sind noch so, ja, innocent. Unschuldig.
Man kann sie noch nach dem Willen formen. Man kann sie noch berichtigen. Den Fehler ihrer Eltern ausbügeln und so. I was just in the castle, speaking with Sotharius about the late General Astar. I got the impression that he wanted to see you for some reason. I think he'll still be down by the General's grave. So why don't you pay him a visit? Huh. Okay. Hello there, handsome. Das soll wohl bedeuten, wir sollen nochmal zurück. Oder so. Ich würde aber erstmal gerne noch in die Taverne gehen, ehrlich gesagt. Weiß nicht. Habe ich jetzt mal so das Verlangen danach. Huch. Gehen wir über die Karte hin. Dann laufe ich nicht Ewigkeiten in der Pampa rum. Jupp. Ist, glaube ich, ganz gut. Hier, überall Save Points. Ich kann nicht rein? Was? Looks like the repairs are really coming on. Oh, they are. Thanks to everyone's help. We're hoping to be able to reopen the tavern for business tomorrow. Huh. That's great news. Don't forget to come round and have a drink or two. For a price, of course. We have our livelihood to make, you understand? But of course. If you're buying something, you have to pay for it with money. That's how the world works. I don't think we need another lecture. Oh, that's right. Lowell wanted me to pass on a message. He said I should tell you the preparations are finally finished. So it's finally ready? I think he went off to Castle Gate Plaza. Why don't you go after him? Huh. Da scheint es noch was zu geben. Alright, guys. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in einer Art Abschlussepisode, wo ich euch dann nochmal alles zeige, was man jetzt in der Stadt und so machen kann. Das wäre es dann erstmal mit dem LP gewesen. Aber die Abschlussfolgen kommen noch, keine Sorge. Und es dauert nicht so lange wie bei One Piece. Ich werde die wahrscheinlich direkt danach noch bringen. Aber vielleicht ein oder anderes Ding Folge noch dazwischen schieben. Aber egal. Relativ bald. Bald. Ja, okay. Auf jeden Fall, falls euch das LP gefallen hat, falls ihr mehr von solchen epischen RPGs von mir sehen wollt, ja, leave a like. Der Nachfolger... Also das, was jetzt als nächstes LP kommt, schlägt etwas in eine andere Richtung. Dürfte aber trotzdem bei sehr vielen Leuten sehr gut ankommen. Ist aber, ja... Ein RPG im etwas traditionelleren Sinne mit, ja, sehr viel Humor verpasst. Und ich glaube, die meisten Leute sollten schon kapieren, was es ist. Joa, ansonsten... Ja, schreibt in die Kommentare alles, was ihr an dem LP auszusetzen habt, was ich mich verbessern kann und bla, bli, blub. Alles eben. Ciao, Leute.